Guten Tag, mein Name ist Jörg Scheelen und ich möchte Ihnen jetzt unseren neuen Starliner vorstellen. Der Starliner zeichnet sich gegenüber dem Sunliner dazu aus, dass er einen stärkeren Motor hat und noch mehr Innenraum bietet. Das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Der Starliner hat eine helle Innenausstattung und wirkt dadurch besonders freundlich. Toll ist beim Starliner auch der jetzt integrierte Sicherheitsgurt im Sitz. Das erleichtert das Einsteigen und Anschnallen total. Was im Starliner sofort auffällt, ist, dass wir hier richtig viel Platz haben, in der Breite und in der Höhe. Der Starliner hat auch ein Ausstelldach und sein ausstellbares Heckfenster. Serienmäßig ist der Starliner mit einer starken Heizung ausgestattet, auch mit Seitendüsen für die Defrostung der Scheiben, einem DAB Plus Radio, einer Warmblinkanlage, eine Scheibenwaschanlage und mit drei Bremsen. Wir haben hier eine Vorderradbremse, eine Hinterradbremse und eine Handbremse. Also eigentlich alles da, was man braucht. Toll ist hier auch die Digitalanzeige. Beim Starliner haben wir ein sehr modernes Design und wirklich richtig übersichtlich. Hier auf der rechten Seite sehen Sie den Batteriestand und auf der linken Seite die Kilometeranzeige als analoges Zeigerinstrument und als Digitalanzeige. Im unteren Bereich sieht man noch die Reichweite und welchen Gang wir gerade eingestellt haben. Das Fahrzeug hat elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung. Toll ist hier auch, dass wir auch auf der Rückbank viel, viel Platz haben. Auch großgewachsene Personen können sich hier hervorragend zurechtfinden. Der Starliner kann an der Haushaltssteckdose geladen werden und hat eine integrierte Ladeeinheit. Ist also sehr leicht von jedermann zu laden. Natürlich hat der Starliner Aluminiumfelgen und rundum Scheibenbremsen. Toll sind auch seine Voll-LED-Scheinwerfer inklusive LED-Blinker und LED-Tagfahrlicht. Im hinteren Bereich sehen wir auch Voll-LED-Rücklichter, eine dritte Bremsleuchte und einen Rückfahrscheinwerfer. Der Starliner hat eine Motorleistung von 2200 Watt und hat damit eine Reichweite von 65 bis 90 Kilometer. Der Starliner kann von Personen mit Mofa- oder Moped-Führerschein gefahren werden oder mit jeder anderen Führerscheinklasse. Als Mofa mit einer Mofa-Prüfbescheinigung wird das Fahrzeug auf 25 km/h begrenzt. Der Starliner ist wie alle unsere Fahrzeuge besonders umweltfreundlich. Nicht nur, dass er mit Strom fährt, sondern er ist besonders effizient. Er hat ein sehr geringes Gewicht und ist sehr platzsparend. Also ideal für die Mobilität von heute.